Landes Altmann, Sie waren gerade auf der Asylkonferenz der Landeschefs mit Bundesministerin Mikl-Leitner. Was hat sie Ihnen denn präsentiert? Ja, für uns war das ganz wichtig, dass wir uns unter den Ländern, also alle neuen Landeshauptleute, heute bei einer Konferenz in Wien, Einladung durch Erwin Bröll, mit der Ministerin wirklich austauschen über die derzeitige Asylsituation. Es geht ja auch darum, eine Lagebeurteilung zu bekommen, weil die Konflikte weltweit zunehmen. Wir haben es mit Kriegsflüchtlingen aus Syrien zu tun. Wir haben einen Ukraine-Konflikt sozusagen vor der Haustüre. Das heißt, bewaffnete Konflikte, die finden eher vermehrt statt. Sehr schwierige Sicherheitslage, wenn man hier auch auf ein Stück auf Europa schaut natürlich und darüber hinaus, so dass man mit der Ministerin sich schon einmal genauestens befassen musste, was können wir tun, um die Situation besser zu bewältigen. Einmal die Asylzahlen selber, die Erfüllung der Asylquote, also auch die Vereinbarungen einzuhalten und dann natürlich auch Fragen von Gesetzesänderungen, raschere Verfahren insgesamt durchzuführen. Also es war wichtig, hier schon genau zu wissen, wie ist die Sicherheitslage, was kommt auf uns weiter zu und wie können wir auch aktiv gegensteuern, weil man schon sagen muss, das sind schon sehr schwierige Probleme und da muss man sich immer gut darauf vorbereiten. Auf der einen Seite gilt es, eine humanitäre Hilfe zu leisten für Kriegsflüchtlinge. Auf der anderen Seite sind wir aber auch kein Zielland für das Schlepperwesen. Also man muss hier auch mit klaren Spielregeln vorgehen. Eine Aufgabenstellung, die uns bleibt, die eine sehr, sehr gute Abstimmung zwischen Bund und Ländern notwendig macht. Vorarlberg hat ja die Asylquote erfüllt. Die Anträge steigen aber weiter. Muss man damit rechnen, dass Vorarlberg weitere Asylwerber aufnehmen wird? Ich denke schon, dass die Entwicklung natürlich weitergehen wird. Das hängt ja nicht so sehr an uns, sondern hängt vor allem daran, dass Konflikte auch außerhalb von Österreich eher zunehmen. Ich blicke sehr sorgenvoll auch auf den Ukraine-Konflikt, was sich dort abspielt, könnte in absehbarer Zeit noch ein größerer Konflikt sein. Das sind Kriegszustände. Es ist kein Ende in Sicht, was sich in Syrien abspielt, sodass wir nicht nur in Österreich, sondern auch in anderen Ländern mit weiteren Flüchtlingsströmen unter Umständen rechnen müssen. Auch die Einschätzung des Bundes geht in diese Richtung. Das heißt, wir sind sehr herausgefordert, das gut zu bewältigen und brauchen eine gute Abstimmung untereinander. Aber wie gesagt, es sind mit wachsenden Zahlen auch zu rechnen. Wir hatten damit Ende des Jahres unsere Vereinbarungen erfüllt. Vorarlberg steht zu dem, was ausgemacht ist. Die Asylquote ist zu 100% erfüllt, auch mit dem heutigen Tage immer noch. Und das gelingt uns im Moment. Aber die Herausforderungen werden größer. Und man muss auch dazu sagen, wenn die Zahlen in dieser Dimension noch weiter steigen, wie im vergangenen Jahr, dann wird das alles andere als eine leichte Aufgabe sein. Und da muss man auch dazu sagen, irgendwann einmal wird es für uns auch nicht einfach. Und es müssen auch europäische Maßnahmen gesetzt werden. Und ich sage auch, ich fordere hier auch einen schärferen Kurs im Asylrecht, weil man kann diese Frage nicht nur auf den Ländern und Gemeinden abladen. Auffallend war, dass die Asylanträge aus dem Kosovo stark gestiegen sind. Reicht es da, wenn die österreichische Regierung ankündigt, dass sie Inserate in kosovarischen Zeitungen schalten will? Ja, das ist sicher eine Methode, aber sie wird nicht ausreichen. Man muss schon sagen, wenn natürlich Flüchtlinge aus einem sicheren Herkunftsland kommen, dann muss auch vor Ort, in dem Fall auch im Kosovo selber, auch sehr klar kommuniziert werden, dass wir hier nicht die Absicht haben, das Schlepperwesen zu unterstützen. Zum Teil sind hier furchtbare Schicksale dahinter. Den Leuten werden 3.000-4.000 Euro angeboten. Sie werden nach Österreich, nach Deutschland geschleppt, suchen dort um Asyl an und bekommen sie im Regelfall dann nicht. Die Anerkennungsquote ist hier sehr gering, weil es sich eben um reine Wirtschaftsflüchtlinge handelt, die eigentlich auch zu Hause eher gebraucht werden. Und da muss man auch dazu sagen, dann muss man auch klar kommunizieren. In dem Fall geht es auch über gewisse Öffentlichkeitsarbeit vor Ort, Signale senden vor Ort, dass es eben nicht so einfach ist, in Österreich Asyl zu bekommen. Da gibt es ja auch das Gerücht, man geht nach Österreich und bekommt gleich einen Arbeitsplatz. Das ist natürlich nicht so und das muss auch klar gesagt werden. Wir leisten eine humanitäre Hilfe im Kriegsfall. Wir sind auch bereit, Flüchtlinge aufzunehmen und kommen unserer Aufgabenstellung nach. Aber wenn Kriegsflüchtlinge zunehmen, müssen Wirtschaftsflüchtlinge eher zurückgedrängt werden. Das ist keine leichte Sache, aber das muss gerade in Kosovo natürlich gesagt werden, weil hier Menschen davon ausgehen, deren Schicksal wird ja missbraucht, dass sie in einem anderen Land das Paradies erwartet. Und dann wird um Asyl angesucht und sie haben dann dort auch wenig Chance, Asyl zu bekommen. Und ich glaube, das sollte man auch in dieser Deutlichkeit natürlich auch sagen. Kritik gibt es in Bezug auf die lang andauernden Asylverfahren. Kann man diese beschleunigen? Wurde das heute diskutiert?
Das war eine ganz wichtige Fragestellung. Die Ministerin hat im Moment eine Änderung des Fremdenrechtsgesetzes, des Asylgesetzes vorgelegt. Das ist in den Bundesländern eingegangen, auch bei uns im Landtag. Das wird im Detail jetzt begutachtet werden müssen. Aber man kann die Verfahren natürlich beschleunigen. Ein Blick in die Schweiz ist hier unter Umständen ratsam. Dort wird für sichere Herkunftsstaaten ein Verfahren innerhalb von 48 Stunden auch möglich gemacht. Das heißt, eine Rückkehr wird veranlasst, wenn man aus einem wirklich sicheren Land kommt und eben kein Kriegsflüchtling ist, in der jetzigen Gesetzesnovelle vom Ministerium vorgelegt, wird ein rascheres Verfahren für sichere Länder angepeilt. Man spricht von 10 Tagen. So ein Verfahren muss immer rechtsstaatlich natürlich gut vorbereitet sein und durchgeführt werden. Auch eine Einzelfallprüfung ist notwendig. Aber die Möglichkeit zu schaffen, ein rascheres Verfahren durchzuführen und eine Rückführung in ein sicheres Herkunftsland auch durchzuführen, das muss man natürlich bei steigenden Zahlen offen ansprechen und natürlich auch in der Realität umsetzen. Heißt das in der Realität auch, dass es zu Massenabschiebungen kommen wird? Das wäre sicher übertrieben, weil man hier immer erstens im Einzelfall vorgehen soll und dann ganz genau auch unterscheiden muss zwischen dem, was ein Kriegsflüchtling ist und was ein Wirtschaftsflüchtling ist. Und wenn Kriegsflüchtlinge zunehmen, wenn humanitäre Aufgaben in den Vordergrund rücken, rückt das andere in den Hintergrund. Man kann halt im Asylgesetz durch eine Verordnung des Bundes sehr klar auch regeln, was ein sogenanntes sicheres Herkunftsland ist. Das kann man gesetzlich festlegen. Der Kosovo gilt eigentlich in ganz Europa als ein sicheres Herkunftsland. Deswegen überlegt Österreich und Deutschland, hier ein rascheres Verfahren durchzuführen. Also wenn man das korrekt macht und rechtsstaatlich auch richtig vorbereitet, dann geht es hier nicht um Massenabschiebung, sondern es geht um klare Differenzierung. Wer Hilfe benötigt aus einem Kriegsland, dort auch verfolgt wird, wie im Moment Menschen aus Syrien, oft auch wegen ihres Glaubens, soll unseren Schutz bekommen. Und wer aus anderen Gründen zu uns will oder über das Schlepperwesen zu uns kommt unter Vortäuschung von falschen Versprechungen, der wird bei uns Schwierigkeiten haben, das Asyl zu bekommen und wird mit einem raschen Verfahren rechnen müssen und dann natürlich auch mit einer raschen Rückführung. Abschließende Frage. 10 Mitgliedstaaten nehmen 92% der Asylwerber auf, der Flüchtlinge. Ist eine europäische Lösung in Sicht? Also wir haben den Druck in diese Richtung erhöht, weil wir schon feststellen, dass dieser Umstand eigentlich ein wirklich unhaltbarer Zustand ist. Es kann nicht sein, bei wachsenden Zahlen, dass nur 10 Mitgliedstaaten den allergrößten Anteil übernehmen, über 90% mittlerweile. Dort wird die humanitäre Last, auch die finanzielle Last getragen. Und bei dieser Anzahl von Mitgliedstaaten ist das keine gerechte Verteilung. Die Ministerin ist auf europäischer Ebene tätig geworden und sie hat dort unsere volle Unterstützung. Unser direkter Einfluss als Landeshauptleiter in Brüssel ist hier eher gering. Aber der Einfluss der Bundesregierung, der Einfluss der Bundesministerin ist größer. Und sie kämpft hier auch mit einem Modell auf europäischer Ebene darum, dass eine gerechtere Verteilung stattfindet. Ich halte das sogar für einen Schlüssel. Wir haben das heute sehr, sehr klar formuliert, auch eingefordert, aber der Ministerin auch unsere volle Unterstützung zugesagt, weil es natürlich schon so ist, wenn man sich auf europäischer Ebene mit dieser Frage nicht ausreichend so befasst, dass man eine Lösung finden kann, dass eine gerechtere Verteilung stattfindet, dann wird die Last letztlich unten bei den Regionen, bei den Gemeinden zu tragen sein. Und diese ungerechte Verteilung der Flüchtlingszahlen in Europa ist ein unhaltbarer Zustand. Das muss sich ändern. Ich gehe hier nicht von einer sehr raschen Änderung aus, weil europäische Prozesse gehen nicht von heute auf morgen. Aber es wird ein zähes Ringen sein und ein andauerndes darauf hinweisen und drängen darauf, dass wir derartige Regelungen in Europa brauchen. Österreich übernimmt hier sehr viel in Verantwortung und muss auch sagen, andere Staaten in Europa müssen diese Verantwortung mittragen. Ansonsten erreicht man einen Punkt, wo es vielleicht gar nicht mehr so leicht geht.